Willkommen zurück bei Let's Play Layers of Fear. Ich kann nicht mehr. Letztes Mal haben wir ein bisschen das Fliegen gelernt und mal wieder das Fürchten. Wir sind mittlerweile bei der letzten Zutat für unser Bild angelangt. Ich bin gespannt, ob wir es diese Folge komplett schaffen. Und was noch passiert und was am Ende rauskommt. Aha. Ich sehe, es ist so eine Vorrichtung wie bei... wie heißt der Film? Schweigende Lämmer. Ja, Schweigende Lämmer. Es reibe sich wieder Lotion ein. Genau das war's, ja. Ich erinnere mich, oh Gott, ist das lang her. Schon mindestens 100 Jahre. Doch nicht das Kind. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ah, wir lassen es wieder runter, geht gar nicht. Schade. Es ist ein Bild. Dass das übrigens nicht, wie heißt er? Was hatte ich gesagt? Keine Ahnung. Es ist Saturn, der seine Kinder frisst. So, er hat seine ganzen scheußlichen Bilder da unten irgendwie versteckt. Im übertragenen Sinne. Und es wird auch immer ekliger. Also es wird richtig ekelhaft jetzt nochmal zu Ende. Und richtig, richtig schäbig. Also man sieht echt, wie er immer irrer geworden ist, wahrscheinlich. Das hier ist wahrscheinlich das Schwarze, ist die Geisteskrankheit, die ihn befallen hat. In Asche sollst du ernten. Aha. Aha. Brennende Kopfkissen, das sind meistens nicht besonders gut. Is that her? Oh God. Can she hear us? Ah, seine Frau. This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. okay. Aha. Noch mehr Räume. Can you even paint anymore? Wie? Er oder seine Frau? Warum sollte seine Frau noch malen können? Naja, wir befragen mal das Ouija-Brett. Aha, ich muss hier irgendwas eingeben. Wieder so ein schönes Rätsel.
was ich mit Sicherheit mit Bravour lösen werde. Wie immer. Da ist die Lösung. Das ist wieder seine Schrift. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Konnte sie ihr das gemeinsame Kind nicht mehr ansehen? Wahrscheinlich hat sie ihn im Kind gesehen. Aber das Kind kann ja am wenigsten von allen dafür. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Oh no, what's in there? Zum Glück kann ich da nicht rein. Das freut mich. Ach ja. Da ist wieder der nette Rollstuhl. Unser Rollstuhl. Aber warum wird das dunkel, wenn ich mich dahinter stelle? Vermutlich für denjenigen, der ihn hier durch die Gegend halt geschoben hat, seine Frau. Vermutlich. Bad Morillo, Seipsum, Depin, Gens, Profiliorum, Votis, Acperisi, Bus, Explendis, keine Ahnung. Ich hab keinen blassen Schimmer, was das heißt. Hallo. Auf jeden Fall, diese schrecklichen Herren kennen wir, ihn vor allen Dingen. Da haben wir noch eine Notiz. Vermin. Growth. Cancer of House. Full stench. God. The sounds. Spacebar. Ungezieferwuchs. Krebs des Hauses. Fauliger Gestank. Oh Gott, die Geräusche. Ah ja, jetzt ein schönes, entspanntes Blutbad nehmen. Oh ja. Farbkleckse auf der Klamotte. Wie nett. Uah. Mein Gott. Den Deckel hätten wir aber sauber machen können. Oh. Sah hier noch aus wie Blut. Was ist hier passiert? Warum ist das blutig? Hat sich hier jemand umgebracht? In der Badewanne? Kann das sein? Nein, ich will doch da noch nicht reinsteigen. Da springt uns doch gleich jemand an. Ah.
Warum? Ich wollte das Messer ansehen. Komm, zurück. Ach, komm schon. Geh nochmal zurück. Komm, noch einmal zurück. Bitte. Ich glaube, es geht nicht mehr. Oder? Doch. Nee. Ah, Mann. Schade. Ich kann drücken, was ich will. Ich komme nicht mehr zurück. Mist. Ach, verdammt. Ja, das war jetzt schön. Jetzt warte mal den Kopf da raus. Ich will mir doch das Messer nochmal angucken. Das Piano, das Kind. Ist auch das Kind, was irgendwie malt? Ja. Haben die das Kind etwa in der Badewanne ersäuft? Oder die Mutter? Das Kind? Oder er? Das Kind? Also irgendwas ist auf jeden Fall in der Badewanne passiert. Ich würde mir jetzt gerne das Messer noch angucken. Darf ich das? Ich darf. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is. Oh God. No. 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 What have you done? No. Wer? Wer hat sich umgebracht? Die Tochter oder die Mami? Wer hat sich hier umgebracht, verdammt? Wer nur? Vielleicht verrät es uns die... Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ja, gut. Hat ja zwei von, also kann man ruhig auch eins mal rausnehmen. Jetzt frage ich mich trotzdem noch, wer hat sich hier umgebracht? Wer hat sich hier getötet? Ich gehe davon aus, es war die Frau. Die hat er ja so sehr gehasst. Oh. Schade. Ich wollte mein Bild vollenden, aber irgendwie darf ich nicht. Gut, wir müssen erst Steinchen sammeln. So wie es aussieht. Das ist so geil immer, warte mal. Das ist so mega cool. Mit jedem einzelnen Steinchen hier so animiert. Okay. Wollen wir mal ein Ründchen zocken, ne? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wirklich...
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann jetzt hoffentlich einfach irgendwie gehen. Das Kinderzimmer? Das ganze Böse, was er da geschrieben hat, war alles über sein Kind. Anscheinend. Die Ratten in den Böden, in den Wänden, die ekelhaften, das... war alles sein Kind in seinen Augen. Ist da noch was? Nee, ne? Kann hier irgendwas machen? Nö. Passiert jetzt hier wieder was? Ich glaube, ich muss da drüben irgendwas machen. Oder hier? Ist da noch was? Nö. Irgendwas muss ich hier mit der Musik machen. Oder mit dem Haus. Kann ich dir vorstellen? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Vielleicht hier wieder beim Spielfeld irgendwas angucken, tun, machen. Auch nicht. Hallo, Mizi. Ich weiß gerade nicht weiter. Es hat irgendwas mit diesem blöden Radio hier zu tun, mit dem Grammophon, aber... ich weiß nicht was. Ich kann nichts tun. Kann er auch nicht kurbeln, da hinten auch nicht schneller stellen, langsamer stellen, wie es bei dem letzten so war. Hier gar nicht. Geh weiter!
Was soll ich denn tun? Ich bin planlos. Wie immer. Nur jetzt eine Nummer planloser irgendwie. Kann man doch eigentlich immer Geschwindigkeit und so einen Blödsinn einstellen, oder nicht? Ich muss mich anders hinsetzen. Ich kriege hier einfach mal wild durch die Gegend, aber... Ach da! Da blinkt was. Hat etwas geblinkt. Schön. Geht's jetzt hier weiter? Was ist geschehen? Keine Musik mehr. Oh Gott, muss ich jetzt echt hier überall diese komischen kleinen Popelsteine finden? Ernsthaft? Wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es sieht fast danach aus, ne? Da ist er. Ach Gott, ey, so. Seid lieb. Schick. Können wir da ja noch hingehen? Ah, mhm. Lecker. Lecker Schmecker. Rattencracker. Oh. Ein Bär. Hier wieder was? Okay, da tut sich wieder was. So cool. Ach so, schön. Da geht's hoch. Aber komm, wir gucken erstmal im Badezimmer. Was sich hinter dem Vorhang verbirgt, nämlich nichts. Zumindest kann ich ihn nicht öffnen, aber vermutlich wird er sich gleich öffnen. Schön.
Vorhang öffne dich. Nicht. Ach, da ist der Stein. Okay. Ordnung muss sein. Der Duschvorhang wird sich hundertprozentig noch öffnen. Geschieht was? Okay, ich muss wohl erst nach oben. Wobbel, wobbel, Da ist der andere Stein. Ein Zug? Auch noch jemand vor den Zug geworfen, oder was? So, jetzt öffne dich! Ich will es sehen, ich will es wissen! Licht an. Küche jetzt. Ach, da kann ich von da aus auch hin. Hier ist unser schicker Stuhl. Da wird das Haus gekocht. Das Puppenhäuschen. Hier ein paar Kinderärmchen. Da ist der alte. Ich ärgere hier jemanden. Oh. Hi, Baby. Hey. Ich nehme den noch fünfmal. Wenn ich die jetzt einfach mal so öffne. Was geschieht dann? Was ist das? Ein Gewicht? Ach so. Ach so, ach so, ach so, warte. So. Perfetto. So, Spiel ist gleich vorbei. Was haben wir jetzt für einen Raum? Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal ins... Ah ne, da. Aber ich will nochmal kurz... ...042. Und vermutlich hat sich seine Frau in der Badewanne umgebracht, ne? Null, vier, zwei, null. Vier, zwei. Eieiei. Null. Vier, zwei. Plong. Kann ich den nehmen? Kann ich nicht. Nimm ihn. Oder mach irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Oh. Mhm. Wir werden immer verrückter und jetzt
können wir vermutlich einen finalen Blick auf unser Kunstwerk werfen. Vielmehr, wir könnten es abschließen. Es sah so aus, als würde er seine Frau zeichnen und yes, dabei zeichnete er sich selbst. Now I see it. Vermutlich. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. So muss es aussehen bei Künstlern. Die Gemälde von seiner Frau. Oder vermutlich die ganzen Gemälde vorher, die halt eben nicht perfekt waren für ihn. Da steht es. Unser Meisterwerk. Neben den anderen Bildern, oder vielmehr in der Mitte. Ich weiß, was ich will. Layers of Fear. Das war's. Verwirrend. Also, so ganz geblickt habe ich es jetzt nicht. Also, es sah so aus, als ob er seine Frau zeichnen wollte, dann am Ende malen wollte. Dann hat er aber doch sich selber gemalt. Heißt das, die Frau und das Kind waren nur in seinem Kopf? In seinem irren Kopf? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Aber auf jeden Fall, super Game. Echt, super Spiel. Hat sich richtig gelohnt. Also dafür, dass es mir echt 4-5 Mal richtig einen Schreck versetzt hat und ansonsten auch die Stimmung super, super intensiv und gruselig. Ja. Holt euch das. Wenn ihr selber spielen wollt, holt euch das. Ist eine Erfahrung wert. Und als nächstes, wie heißt es? Obscuritas heißt es, glaube ich, ne? Das wird vermutlich als nächstes kommen. Da graut's mir ja schon vor. Da graut's mir wirklich vor. Das soll wohl wieder sehr in die Richtung von Pineview Drive gehen und das war ja schon echt, echt heavy. Und jetzt, wo ich so schreckhaft geworden bin, keine Ahnung. Ich glaube, da wird das jetzt ein Graus werden. Naja. Aber noch was, das wird vermutlich nicht gleich in 2-3 Tagen kommen, denn wo, also zu der Zeit, wenn dieses Video kommt, habe ich gerade wieder Nachtschicht und ich glaube nicht, dass ich es da schaffe, irgendwie horrormäßig was aufzunehmen, da erlebe ich den Horror schon jede Nacht an der Arbeit. ich glaube nicht, dass ich das da schaffen werde, deshalb kommt das vermutlich ein paar Tage später. Nicht böse sein. Ja. Technical Support Team Lucy Fernandez, Steven Sanders, Quality Assurance Team, Director of Support Service Andy Brassel. Core Testers. Rocky Knittel. Mark Mondry. Ganz schön großes Team, ne? Don't look back! Bitte, bitte jetzt nochmal einen Schocker, bitte! Ich guck nicht nach hinten.
Gut. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und, ach, da sieht man nochmal die Zutaten alle. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem weiteren Let's Play wieder. Bis dann. Euer Nanius. Tschüss.